Yo, was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit dem Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 952 mit dem Titel Hiyori und Kawamatsu. Um was es da wohl heute gehen wird? Intro ab. Im letzten Spoiler-Video habe ich mich ja gefragt, was es mit dem Satz auf sich hatte zur Cover-Story. Der Wunsch meiner Frau ist auch mein Wunsch und wie zu erwarten, es geht hierbei um Capone Gang Badge. Doch welchen Wunsch könnte er wohl erfüllen? Naja, vermutlich sind sie jetzt auf der Suche nach Lola. Doch hierbei stellt sich mir jetzt einfach mal die Frage, sind sie jetzt auf dem Weg zurück zur Grand Line? Denn ich denke nicht, dass Lola es bis in die neue Welt geschafft hat. Das wird spannend. Und es entbrennt ein Kampf, Zoro vs. Gyokimaru. Und genauso schnell wie er entbrannt ist, ist er auch wieder vorbei, denn Gyokimaru scheint wohl doch kein Gegner für Zoro zu sein. Sah im ersten Kampf eigentlich ein bisschen anders aus, na gut. Auf jeden Fall erzählt uns Gyokimaru, der Tag, an dem Sushui geklaut wurde, ist der Tag, an dem das Unglück über Wano hereinbrach. Heißt das jetzt, dass am selben Tag Gecko Moria Jusui geklaut hat und Kaido dann kam? Oder hatten sie vielleicht ihren epischen Battle auf Wano Kuni oder kurz vor Wano Kuni und als Gecko Moria besiegt wurde, kam er in irgendeiner Form, entweder strandete er einfach auf Wano Kuni oder ähnliches und hat dort irgendwelche mächtigen Schwerter und einen Körper geklaut? Das passt irgendwie alles zeitlich nicht so ganz hin, weil bisher habe ich immer gedacht, seine erste Bande, die er hatte, war keine so eine Schatten-Zombie-Bande. Wenn er aber dann doch auf Wano Kuni angekommen ist, nach dem Kampf gegen Kaido, wie schnell hat sich das Ganze verformt, dass er dann auf einmal eine Zombie-Armee gründen wollte? Und er muss ja in irgendeiner Form auch davor Hawkback getroffen haben. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze aussehen könnte. Plötzlich wird Zoro aber von hinten angegriffen, kann diesen Schwertschlag aber blocken. Und hinter diesem Schwertschlag steht niemand anderes als Kawamatsu. Kappa Kappa. Und er wird auch gleich von Hiyori erkannt. Komischerweise erkennt er aber Hiyori erstmal nicht. Die Szene wechselt nach Onigashima, wo Kaido und Big Mom immer noch am Kämpfen sind. Queen kriegt wohl so langsam ein bisschen Kacke in das Höschen, denn er, ja, möchte gerne flüchten, auch wenn er es nicht so offen zugeben möchte, aber die Leute in seiner Bande erkennen das natürlich. Plötzlich kommt ein Anruf von Babanuki und sagt, hey, im Gefängnis sei alles okay, Kid und Ruffy und Co. werden alle wieder gefangen und mach dir keine Sorgen, Queen, kannst ruhig auf Onigashima bleiben. Und Queen erwidert nur, soll ich nicht wirklich kommen? Kleiner Schisser. Wie wir aber erfahren, ist Babanuki mittlerweile einfach nur unter der Kontrolle von Otama. Denn Babanuki hat ein Dango von Otama gegessen und wie wir wissen, können die Dangos von Otama alle Tiere kontrollieren und auch Leute mit einer tiertypischen magischen Kraft, also in dem Sinne so ein Teufelsfruchtnutzer. Die Frage ist hierbei nur, wirkt es nur auf Smiles? Oder auch auf wirkliche Zoan-Leute, weil dann könnte Otama im Grunde der Schlüssel sein, Kaido zu besiegen. Sie müssen es nur hinkriegen, dass Kaido irgendwie so ein Kibidango frisst und plötzlich ist Kaido ein guter und ein Haustier. Oh Mann, wo geht die Geschichte nur hin? Naja gut, auf jeden Fall, Chopper hat es geschafft, die Kranken alle zu heilen. Scheinbar war Queens Gift doch nicht so stark oder zumindest nicht so gut zubereitet, oder Chopper ist mittlerweile einfach so gut im Umgang mit der Medizin geworden, dass er alle ohne Probleme heilen konnte. Plötzlich tauchen vier Gestalten auf und dabei handelt es sich um niemand anderen als die vier Yakuza-Bosse. Kibis Boss Schlangenauge Yatape, Ringos Bossin Mondblume Ochu, Hakumais Boss Kaputter Hut Tsunagoro und Udons Boss Blutbrief Umasa. Komischerweise hat Kuri keinen Boss. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Entweder hatten die einfach keinen Yakuza-Boss oder vielleicht ist es Shutenmaru oder irgendwer. Wer weiß wohl. Naja, auf jeden Fall freuen sie sich alle, Hiyo zu sehen, der ja bekanntlich der Yakuza-Boss vom Flower Capital war. Also damit wohl der hochrangigste von allen Yakuza-Bossen. Und plötzlich sagt Ruffy zu Hiyo, hey Opa. Und die vier Yakuza-Bosse schauen Ruffy an, packen ihn und wollen ihn gleich mal abschlachten und die Fingernägel abschneiden und was weiß ich. Doch Hiyo beruhigt sie wieder, hey, das ist der Dude, der mein Leben gerettet hat.
come on, lasst ihn. Aber sie behalten wohl alle Ruffy erstmal im Auge, also mal gucken, was da noch so alles passiert. Shutenmaru hat den Plan von Onigashima gestohlen. Kinemon freut sich natürlich, denn jetzt wissen sie genau, wie und wo lang sie hin müssen und können einen Plan ausarbeiten. Raizo berichtet währenddessen, wie es in Udon lief und dass sie nun extrem viele Männer hätten. Das einzige Problem an der Sache ist, sie haben zwar viele Männer, aber leider kaum Waffen. Aber naja, so wie wir am Anfang des Kapitels gesehen haben, kümmert sich da wohl Zoro und Kawamatsu drum, zusammen mit Gyukimaru, der ja viele Waffen sammelt. Wofür wohl? Na, wahrscheinlich kennt er eben auch Oden und Co. und sammelt die Waffen eben für den Raid auf Onigashima. Ding, 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 Mathe einfach, 1 plus 1 ist gleich 2, ein Ergebnis. So, und jetzt fängt der langweilige Part des Chapters an, und zwar, Kawamatsu und Hiyori erkennen sich nun gegenseitig und es wird erzählt, oh, es tut mir so leid, Kawamatsu, dass ich dich verlassen habe und alles herzzerreißend und bäh. Kommen wir nun wieder zum Spannenderen, und zwar kommt einer von Kaidos Leuten und schießt einfach mal Gyukimaru kaputt. Wow, okay, das ist ziemlich plötzlich gewesen. Zoro und Kawamatsu sind darüber natürlich pisst, schauen sich gegenseitig an und zerstören gleich mal Kaidos Leute. Gyukimaru hat's wohl zum Glück überlebt und ist einfach nur froh, dass Kawamatsu wieder da ist. Vermutlich haben diese zwei eine Verbindung. Wie eben schon erwähnt, wahrscheinlich ist Gyukimaru jemand, der unter Kawamatsu arbeitet, heimlich Waffen gesammelt hat eben für den Raid auf Onigashima. Wie gesagt, Math is simple. Und das war's auch diesmal zu diesem Kapitel. Ich hoffe, wie immer, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, lasst einen Like da und einen kleinen Klick auf den Abo-Button kann natürlich auch nicht schaden, vor allem nicht für mich. Und vergesst niemals, Mathematik ist einfach. 1 plus 1 ist 3, wdwdwd. Geht das Lied überhaupt so? Bevor ich sowas mache, sollte ich vielleicht erstmal die Liedtexte durchgucken. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr mir auch gerne mal auf Facebook folgen. Facewall TV ist dort meine Fanpage. Alle weiteren Sachen, über die ihr mir folgen könnt oder wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Und jetzt sollte ja irgendwo hier mal so langsam die Endcard auftauchen. Und da werde ich euch ein kleines Video zu meiner bisher besten Theorie verlinken. Und einfach nochmal kurz zum Spoiler-Video, falls ihr das nochmal angucken wollt. Wie immer wünsche ich euch ein schönes Wochenende, haut rein, bis bald und ciao.